Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Apfelwolke. Ihr seht mich hier gerade am Strand, und zwar ist es in Deutschland, das ist an der Nordsee. Ich bin nämlich gerade für eine Woche wieder in Ashram von Yoga Vidra Zentrum. Ich hoffe, man versteht irgendwas von dem, was ich sage, weil da die ganze Zeit hier der Wind geht. Dann dachte ich an den letzten Tag vom Seminar, wo ich gemacht habe, bevor ich jetzt zum Kamayoga übergehe, habe ich noch etwas Freizeit mehr, und darum bin ich jetzt hierher gekommen und genieße jetzt so ein bisschen den Strand. An Essen oder auch Köstliches in den normalen Restaurants gibt, das kann ich euch jetzt nicht sagen, denn bei Yoga Vidya in Ashram wird man ja bestens versorgt mit vegetarisch-veganem Buffet und ein Großsalatbuffet, was super für mich ist. Da ist, wenn man eine einfache Rohkost bevorzugt, dann ist es auch easy, dort sich rohköstlich zu ernähren, auch wenn es immer wieder das Gleiche ist. Man kann es sich immer wieder anders zusammenstellen, und ich denke, ich habe kein Problem diesmal damit. Ja, und jetzt wollte ich euch einfach noch ein bisschen berichten, wie es ist vom Yoga. Ich habe mich jetzt gerade mal auf die andere Seite gesetzt. Ich glaube, hier geht es besser vorhin. Ja, wie war das Seminar? Also ich habe das Seminar zum Shamanismus gemacht. Und das war richtig interessant. Es war so, ich hatte keine konkrete Vorstellung davon, wie es sein wird. Und es ist einfach so, dass man einfach von der kindlichen Wahrheit ausgeht. Dass man an Sachen glaubt, die jetzt aber nicht unbedingt bewiesen sind, irgendwie wissenschaftlich, sondern einfach nur weiß, dass sie da sind, weil man es mal gefühlt hat, weil man es mal gespürt hat. Also gab es Shamanismus auch, dass es irgendwelche Waldfeen gibt oder Waldgeister und solche Sachen. Das war eigentlich schon ganz interessant so zu hören. Und die haben halt ziemlich viel Achtung von der Natur, von dem Respekt der Natur gegenüber. Und diese Ansicht der Dinge gefällt mir sehr gut. Klar hat er auch erzählt, dass sie ziemlich fleischlastig essen, die ursprünglichen Urvölker. Es ging darum, Reisen zur unteren Welt und zur oberen Welt, sowie eine Diagnose bei einem anderen Mitteilnehmer. Und das war echt genial und ziemlich interessant. Und jetzt bin ich eben noch als Kama-Yogi noch im Ashram und darf einfach nur noch ein bisschen den Alltag miterleben. Ich glaube, ich habe euch den Ablauf schon mal berichtet. Ich denke, der ist überall gleich in jedem Yoga-Vidya-Ashram. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht kann ich euch noch tatsächlich ein paar Bilder zeigen, zumindest, damit es nicht ganz so langweilig wird. Ja, ansonsten habe ich euch einfach ein bisschen davon erzählt. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Vielleicht können wir jetzt Zeit. Und meine Füße, ich bin natürlich barfuß gekommen, also den ganzen Weg. Ich weiß nicht, ich sei 2 Kilometer entfernt vom Haus. Ich habe so eine halbe Stunde läuft man. Ich habe meine Schuhe mitgenommen, was völlig unnötig war, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht habe ich doch das Bedürfnis, Schuhe anzuziehen. Aber der ganze Boden ist ja irgendwie so Beton und Stein, der ist super aufgewärmt von der Sonne, und das ist echt cool. Ja, und jetzt zeige ich euch meine Füße. Ich bin vorhin durch das Watt gelaufen. Natürlich jetzt nicht hinein, sondern einfach nur so am Rand, weil ich wissen wollte, wie sich das anfühlt. Und ja. Füße, die ich in Glossar bekommen. Im Ashram ist es gut, wenn da mit schmutzigen Füßen auftaucht. Jetzt habe ich sie erstmal trocknen, dann kann ich die bestimmt irgendwie abbröseln oder so. Ich hoffe, es war nicht so wohl überlegt. Doch, eigentlich schon, weil es hier sonst niemand macht.
jeder hier eingepackt mit den dicken Schuhen. Die Füße in den Mücken und die Buffs zu haben, weil es im Sommer ist. Das ist eigentlich voll angenehm geworden, ist auch voll aufgewärmt. So, richtig cool, richtig genial. Ist ja irgendwie, glaube ich, oder jedes Jahr nach Dorf ist ja irgendwie in Deutschland so ein Kurort oder so etwas. Und bei mir ist halt im Schwarzwald, wo viele so begeistert sind von diesem Bergen und Wäldern und jeder sagt, oh, du wohnst ja voll im Urlaubsort. Und jetzt kann ich das irgendwie nachempfinden. Nämlich für mich ist das hier, wo ich denke, oh, die wohnen voll im Urlaubsort, so richtig am Strand und alles. Und das ist auch in Deutschland so. Das heißt, die, wo ihr wohnt, die finden das ja für normal. Und würden die jetzt zu mir in den Schwarzwald kommen, dann würden sie das als Erholungsort vielleicht sehen. Das ist ziemlich interessant. Sagen, dann war es das erste Mal mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und macht's gut. Ciao, Leute.